Hallo zusammen. Schönen Abend. Hi Patricia. Du bist ganz pünktlich heute, ja. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem neuen Livestream. Jetzt ist Weihnachten schon vorbei. Hi Lovely. Und wir wollen zusammen ein bisschen über Gefühle reden und wie es ist gewesen. Wie es ist gewesen. Ja. Wisst ihr denn noch, wie man Happy Christmas wünscht auf Schweizerdeutsch? Eine kleine Wiederholung. Ganz einfach, denke ich. Das hat man jetzt viel können hören in der letzten Zeit, ja. Also ich hoffe, ihr habt das gehabt. Ihr habt ein schönes Fest gehabt, mit vielleicht nicht mit sehr vielen Leuten, aber mit eurer Familie doch. Ja. Also, wie sagt man Happy Christmas auf Schweizerdeutsch? Hallo Philipp. Vielleicht sind ihr alle noch etwas zu faul zum Schreiben. ja, oder ihr seid vielleicht mit etwas anderem beschäftigt und habt weniger Zeit. Frohe Weihnachten, genau. Ich hoffe, ihr habt eine frohe Weihnachten gehabt, ein schönes Fest mit eurer Familie. Genau, Philipp. Und ein paar Freitage, ein bisschen Ruhe, wo ihr euch habt können erholen. Ja. Und wie kann man das sagen? I wish them a good night. Frohe Weihnachten, ja, lovely, auch. Da tun's Mami und Tochter tun noch zusammen ein Büchlein lesen. Und dann geht das Kind schlafen. Und dann wünschen wir Schlaf gut, könnte man sagen. Träum süß, könnte man auch sagen. Das ist noch etwas von der letzten Lektion, ganz eine kurze Wiederholung. Ich wünsche dem, also zum Beispiel meinem Kind, gute Nacht. Ja. Ja, genau. Ich wünsche Ihnen, meinem Kind, jeden Abend gute Nacht. Also vielleicht heute nicht mehr so konsequent wie andere Mal. Ja. Also, früher sind sie immer gute Nacht sagen, Kind. Heute gehen sie manchmal einfach ganz ruhig ins Bett. Also, wie geht's? Wie geht's euch? Habt ihr euch erholt über die Weihnachten? Habt ihr ausgeschlafen? Habt ihr viel geschlafen? Oder habt ihr viel Stress gehabt? Wie geht's? Oder ich hoffe, ihr seid nicht krank, ja? Ich bin krank. Man hat vielleicht Kopfweh oder Husten. ja. Oder Fieber, ja. Dann ist man krank. Ich hoffe, ihr seid alle gesund, ihr seid nicht krank. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht's euch, Patricia, Lovely, Philipp und die anderen, die zuhören? Schreibt doch. Dir geht's gut, Philipp. Ja? Schön. Du hast dich erholt über die Weihnachtstage. Ja? Du bist nicht krank. Cool. Du bist gesund. Gesund und munter. Dir geht's auch ganz gut, Lovely. Schön. Und du hast auch müssen schaffen, ja, über die Tage. Hast es streng gehabt? Dieser Person geht es nicht so gut. Sie ist traurig. Ich bin traurig. Weihnachtszeit ist eine Zeit, wo wir hoffentlich
fröhlich ist, Freude hat, ja, aber es gibt Menschen, die sind traurig, wenn sie allein sind, ja, sie, oder wenn es einen Konflikt gibt in der Familie oder Missverständnis oder so. Und dann kannst du immer fragen, wieso, ja. Wenn du jemanden fragst, wie geht's, und er sagt, danke, gut, dann ist alles okay, ja. Aber wenn jemand sagt, ich bin traurig, dann solltest du vielleicht reagieren. Ja, hi Nancy. Uns geht's ganz gut, glaub's. Allen. Oh, du hast manchmal Migräne, wenn das Wetter wechselt. Jetzt auch. Jetzt hat es so geschneit und so und Föhn gehabt. Und dann ist es vielleicht schwierig, wenn man Migräne hat. Ja. Ja, und der Mann ist traurig. Und wenn jemand sagt, ich bin traurig oder ich bin enttäuscht oder ich bin müde oder so, kannst du fragen, wieso. Und dann sagt er zum Beispiel, meine Großmutter ist gestorben. Das ist auch möglich, ja. Vielleicht jetzt mit Covid sterben mehr Menschen und du hast auch eine Großmutter, die es nicht gut geht oder die krank ist. Oh, schade Nancy, dein Wifi ist nicht so gut heute. Weil wir wollten nachher noch ein Zoom-Treffen machen. Bis dann ist es vielleicht wieder ein bisschen besser. Ja? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Dem Mann geht es auch nicht so gut. Ich glaube, er hat Probleme. Du kannst fragen, hey, ist alles in Ordnung, wenn jemand so komisch ist, wenn du merkst, etwas ist nicht in Ordnung, etwas ist nicht richtig. Ja, es geht ihm nicht gut. Du fragst, hey, ist alles in Ordnung? Geht es dir gut? Kann ich dir helfen, vielleicht? Und er ist verrückt. Könnt ihr auch sagen, wie geht es ihm, wenn ihr das so seht? Er ist verrückt. Man kann auch sagen, er ist wütend. Er ist wütig. Er ist vielleicht verzweifelt. Verzweifelt. Und er hat keine Ahnung, was er machen soll. Er weiss nicht weiter. Er ist verzweifelt. Ja. Warum? Warum? Was denkt ihr? Wieso ist er verzweifelt? Oi, lovely. Du hast viel zu tun in dem Fall. Im Pflegeheim sind 26 Bewohner infiziert. Und das Personal auch. Und du gehst immer noch arbeiten, ja? Du musst zu diesen Leuten schauen. Ich glaube, du bist in der Küche, ja? Also, du bist vielleicht, sehr müde oder du... Philipp, du meinst, er hat Migräne, vielleicht hat er auch Migräne. Dann nachher mag man nichts verleiden, dann ist man sehr explosiv. Und ja, vielleicht wird man schon schneller verrückt, wenn man Migräne hat, ja. Ja, ich wünsche allen im Pflegeheim gute Besserung, dass es schnell wieder gut geht. Vielleicht bist du dann ein bisschen ausgelaugt, so wirklich, dass du immer musst arbeiten und du keine Energie mehr hast, ja. Kann das sein? In unserem Text hat seine Frau ihn verlassen und er hat sehr, er ist verrückt auf sie. Wieso lässt sie mich einfach allein? Okay,
ihr müsst die Küche gut abriegeln und einfach das Essen rausgeben, lovely. Und dann bleibst du gesund. In der Küche sind ihr alle negativ. Und du kannst dich vielleicht schon bald impfen lassen. Ja? Wenn das möglich ist. Sie haben heute, glaube ich, angefangen. Ja. Verlassen ist left, genau. Verlassen auf Hochdeutsch, genau. Man kann, wenn man jemanden verlässt, dann nachher geht man eigentlich für eine längere Zeit. Nicht, also man hat nicht im Sinn, zurückzukommen eigentlich. Aber ich kann auch sagen, oh, ich muss dich leider verlassen, ich gehe posten. Dann ist es nicht so krass, dann komme ich wieder heim. Dein Freund von Sachsen, sehr wahrscheinlich, hat Covid, Nancy. Ich hoffe, er erholt sich wieder schnell und er hat ein gutes, starkes Immunsystem. Mhm. Anstatt wie geht's, kannst du auch fragen, wie lebst du? Wie lebst du? Ja? Hey, wie lebst du? Wie geht's? Du siehst glücklich aus. Ja, wir können so Feststellung machen. Oh, du siehst glücklich aus. Was ist passiert? Oder du siehst traurig aus. Was ist los? Ja? Oder du siehst müde aus. Brauchst eine Pause? Oder du siehst verwirrt aus, so, wo du nicht weißt, wo bin ich, was mache ich? Verwirrt. kann ich dir Orientierung geben? Ja. Du siehst glücklich aus. Ja, ich bin glücklich. Was denkt ihr? Wieso ist er glücklich? Wieso ist er glücklich? Er hat Krisen überwunden, vielleicht. Sie haben beide zusammen eine Krise überwunden und sind wieder zusammen. Oder vielleicht. Was denken Sie? Was ist der Grund? Wieso sind Sie glücklich? Auf dem Bild. Vielleicht erwartet sie ein Kind. Ja, vielleicht gibt es Nachwuchs. Vielleicht hat er ein Geschenk bekommen von ihr. Ein schönes Geschenk. Ja. Vielleicht haben sie sich lang nicht gesehen. Und jetzt haben sie ein fröhliches Wiedersehen. Und da sagt er, meine Frau ist wieder heimgekommen. Genau. Wenn man sich wieder trifft, wenn man wieder zusammen ist, wenn man Frieden hat, ja, dann ist es schön. Dann ist man glücklich, glaube ich. Dann, wie geht es dir heute? Ja, manchmal, wenn jemand krank war, gestern ist es nicht so gut gegangen, dann frage ich, hey, wie geht es dir heute? Bist du heute besser zu Weg? Geht es dir besser? Hallo Patricia, wie geht es dir heute? Bist du fit? Hast du dich erholt? Ich bin da, Patricia. Kennst du mich nicht mehr? Ich war beim Coiffeur. Nein, Patricia, Nancy und Philipp und Lovely sind da. Du bist weg. Genau. Also, du bist sehr ruhig. Was ist los? Das ist nicht normal. Du bist sehr ruhig.
Patricia, du bist heute noch sehr ruhig gewesen. Du hast nicht viel geschrieben. Was ist los? In dem Beispiel ist es, hat das Kind viel gegessen. Ich habe zu viel gegessen. Ja, oh. Dann wird man sehr müde und vielleicht lethargisch. Ja. Oder man hat Bauchweh. Philipp, du bist auch zu weg. Heute geht es dir gut. Und wenn man zum Beispiel viel gegessen hat, kann man ein Verdauungsschläfchen machen. Ich muss ein Verdauungsschläfchen machen. Ich glaube, das habe ich heute am Nachmittag gebraucht, ein Verdauungsschläfchen. Ich bin irgendwie nach dem Mittag so müde geworden. Ich bin sehr müde gewesen. Ja, ein Verdauungsschläfchen. Ein Schläfchen, um das Essen gut zu verdauen. Ja, oder Patricia, du machst vielleicht etwas anderes. Du könntest ein bisschen springen. Anstatt schon wieder schlafen, könntest du ein bisschen aktiv sein. Ich denke, das hilft auch, wenn man viel gegessen hat. Hilft das auch, oder? Wenn man ein bisschen geht raus, geht spazieren oder geht springen, sich bewegen. Nein, danke. Das mache ich dann morgen. Es gibt ein Sprichwort, das sagt: Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Ja, das ist ein bisschen so. Oder was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Nancy, du kannst fragen, bist du zweg? Das heisst, bist du fit? Geht es dir gut? Also in dem Sinn. Ich weiß nicht jetzt, wie man das würd konkret übersetzen würde zu einem englischen Wort, aber du könntest auch sagen, bist fit. Das ist gleich gut. Das ist die gleiche Bedeutung. Ein Synonym. Ja, jetzt sagt mal, wie ist Weihnachten gsi? Habt ihr Weihnachten gefeiert? Wie viele Personen sind ihr gsi? Oder habt ihr wie die junge Frau da, habt ihr viel am Telefon mit eurer Familie geredet, mit den Kindern oder mit den Brüdern und Schwestern? Also ich muss sagen, ich auch mit meiner Familie telefoniert. Aber wir sind bei meiner Schwägerin zu Besuch gewesen. Ist wundergut. Es ist wundergut. Es ist wunderschön gsi, würdest du sagen, Nancy. Die Weihnachten. Philipp sagt auch, es ist gut gsi. Ja, Patricia, hast du echt ein Problem? Wie ist deine Weihnachten gsi? Unsere Weihnachten ist ziemlich ähnlich gsi wie andere. Ah, Nancy, du bist heute wandern. Du bist heute wandern. Also die Weihnachten war schön gsi. Es ist schön gsi. Es ist friedlich gsi. Es ist gemütlich gsi. Es ist gut gsi, genau. Ja. Wie war es zur Nacht gewesen? Oder zum Mittag? Am 25. hat es vielleicht ein spezielles zum Mittag gegeben. Oder am 24. Dezember hat es ein gutes zur Nacht gegeben. Wie war es gewesen? Wer hat gekocht? Und vielleicht, was hat es gegeben? Und wie war es gewesen? Wie war es zur Nacht gewesen? Wir haben zum zur Nacht Lachs gehabt. Und meine Mann hat gekocht. Und er hat Lachs mit Herdöpfel und Spinat und so
hat er so einen Auflauf gemacht mit dem. Das hat er in eine Form da und in den Ofen. Es war sehr fein gewesen, genau. Oh, lovely, du musst Weihnachten feiern, vielleicht noch nachholen. Es ist immer noch Weihnachtszeit. Du kannst einmal etwas Feierliches essen und kochen. Deine Mann hat gekocht, Patricia. Ja, bei dir, Nancy, war es sehr ruhig gewesen, ohne Grosskind, vielleicht, ja. Oder du kannst auch sagen, es war mega fein gewesen. Ja, es war mega fein gewesen. Wir hatten auch verschiedene Sachen gehabt, nicht nur Lachs, aber sehr viel zu essen. Und dann haben wir am 25. noch von dem gehabt und am 26. auch noch ein bisschen. Wie war das Konzert gewesen? Mögt ihr euch erinnern an euer letztes Konzert, wo ihr sind gegangen? Ich glaube, ich bin mit meinem Mann ein Wochenende weg und wir haben ein Konzert von einem tschechischen Musiker gesehen. Das war cool. Es war mega fein. Oh! Ihr habt Rindsfleisch, so Brätlet, auf dem Tisch, auf dem heissen Stein. Gerade so, das muss man nicht so lange machen, das muss man nicht so lange Brätlet, zum Beispiel das Filet. Und dann habt ihr Pommes frites und Gemüse dazu gehabt. Das klingt sehr gut, lovely. Vielleicht noch gute Soße. Mhm. Deine Weihnachten war ruhig, Nancy. Ja. Aber du hast sicher auch etwas Gutes gekocht, oder? Im Konzert kann man sagen, es war sehr laut. Es ist sehr häufig im Konzert so, sehr laut. Oder ich habe manchmal Oropax in den Ohren und man hört trotzdem noch gut, was sie singen. Oder ich bin gerne ein bisschen weiter hinten, nicht gerade bei den Lautsprechern. Aber es ist auch ein tolle Stimmung gsi, es ist cool gsi, es hat gefackt, es hat Spass gemacht, kann man auch sagen, es hat gefackt, ja, wir haben viel getanzt, ja, am Konzert. Und dann, wie war die Lektion gsi? Die letzte Lektion war etwas komplizierter oder vielleicht langweilig oder interessant. Wow! Lovely, du magst dich an das Konzert von der Shakira erinnern. Du warst an einem Konzert von der Shakira. Das ist sicher total heiß oder abgefahren oder cool. Ja, das ist einmalig gewesen. Sehr interessant. Ah, das ist, die Lektion ist sehr interessant gewesen. Mhm. Es ist gut gewesen, genau, sehr interessant. Manchmal, es ist nicht immer interessant, manchmal ist es vielleicht auch langweilig und dann denkst du, ah, wann macht sie endlich vorwärts oder wann macht sie fertig und dann schaust du auf die Zeit, ja, dann ist er langweilig. Aber wenn es nicht langweilig ist, ist es sehr gut. Also, Lovely, du schreibst sicher noch vom Konzert, das du gesehen hast, das mega cool war. Genau. Vielleicht sind die Lektionen auch cool. Vielleicht weniger. Wie war die Reise? Schaut mal, das könnte Chateau d'Eau sein, mit den vielen Heissluftballonen, die startet. Ich weiss nicht, ob es Chateau d'Eau ist. Die Landschaft sieht etwas anders aus. Wie war die Reise? Denkt daran, als ihr das letzte Mal reisen.
Nancy, «gsi» ist «been» eigentlich auf Englisch. Wir haben auf Schweizerdeutsch haben wir nicht «was», wir haben nicht einfache Vergangenheit, wir haben nur «perfekt». Also wir müssen immer sagen «es ist gsi», «es ist gsi» oder «ich bin gsi» oder «wir sind gsi». Ja? Wow, Patricia, du bist in Griechenland gsi. Die Reise war lang, Philipp. Du hast eine lange Reise gemacht. Zum Beispiel, wenn wir zu meinen Schwiegereltern reisen, dann nachher ist es immer eine lange Fahrt. Ja, das ist eine lange Reise. Aber meistens geht es eigentlich gut, ohne Stau und so. Aber da sind sie mit dem Heißluftballon am Fliegen. Das ist natürlich mega cool. Am Morgen früh. Ja. Es war grossartig. Okay, lovely. Für sich sind die Lektionen immer interessant. Wunderbar. Das freut mich. Ja. Also, es war mega cool, es war grossartig, sehr interessant. Es war, was könnte man noch sagen, bei Reisen? Sehr informativ oder es war sehr mühsam. Also, es hat viel Energie gekostet. Die Reise war mühsam. Wenn man zum Beispiel mit dem Velo unterwegs ist und viel muss rauffahren, dann ist es sehr mühsam. Patricia, du bist nur 2 Tage in Griechenland gewesen. Reisen ist immer schön. Reisen ist etwas Schönes. Und andere Leute treffen und andere und Natur und andere Orte können zu lernen. Ja, es gibt sehr viele schöne Plätze auf dieser Welt. Grossartig, ausgezeichnet, genau, ausgezeichnet. Aber jetzt bin ich müde. Ja, so ein langer Tag unterwegs sein und reisen, das macht müde. Ja, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter. Wie war dein Date gewesen? Wir sagen meistens eben auch Date wie auf Englisch. Mit Corona-Zeiten ist es ein bisschen schwieriger. Es sind vielleicht Date intellektueller als vorher. Wie ist dein Date gsi? Wie ist dein erste Date gsi mit deinem Freund oder mit deinem Mann? Wie ist das gsi? Ich habe das sehr aufregend gefunden oder spannend, ja. Wir haben viel geredet, wir haben interessante Gespräche gehabt. Es war sehr spannend und aufregend wäre vielleicht noch fast besser Wort. Also ich war ganz so aufgeregt. Das war schlimm, dein erste Date, Philipp. Kann man auch sagen, ja, es war schlimm. Es ist alles in die Hose gegangen, kann man sagen. Es ist in die Hose gegangen, nicht so wie geplant. Vielleicht. Oi, das ist traurig. Mhm. Ich hoffe, das zweite Date war nachher besser gewesen. Und vielleicht sind einige von euch schon an Bewerbungsgespräch gewesen, dass wenn man einen Job sucht, wenn man eine Arbeit sucht. Oh ja, Patricia, sicher, du bist nervös gewesen im ersten Date. Mhm. Und er auch. Das ist gut. Das heisst, für ihn war es auch wichtig. Wie lovely, du warst auch nervös. Ja. Ich habe meinen Mann in England kennengelernt. Und wir haben einfach gerade zusammen gewohnt.
ab dem ersten Tag. Und wir haben eigentlich dann Sachen unternommen zusammen. Aber es war eigentlich nicht so ein erstes Date gewesen. Wir haben uns einfach langsam kennengelernt. Und vielleicht sind wir immer nervöser geworden. wie war das Bewerbungsgespräch gewesen? Vielleicht beim Bewerbungsgespräch kann man natürlich auch nervös sein. Und vielleicht Sachen vergessen, ein Blackout haben. Das wäre natürlich nicht gut, wenn man ein Blackout hat im Bewerbungsgespräch. Ja. Es war sehr lang, das Bewerbungsgespräch. Ist das ein gutes Zeichen? Ist das positiv oder ist das negativ, wenn ein Bewerbungsgespräch sehr lang geht? Das könnte beides sein. Also vielleicht sind sie doch interessiert, wenn sie so viele Fragen stellen. Ab und zu geht es gut. Ab und zu ist es gut, wenn es ein langes Bewerbungsgespräch ist, wenn man viel besprechen kann. Das heisst, sie sind interessiert. Ja, wisst ihr noch, wie man dann sagt, how are you, wenn man sitzen? Wenn man sitzen. Das ist sicher positiv, genau, Patricia. How are you? Ich mache ein bisschen schnell fertig. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Oder wie geht es einfach, ohne die Person zu sagen? Dann wie geht es, wenn wir per Du sind? Oh ja, lovely, wenn du nachher ein Bewerbungsgespräch hast in einer Fremdsprache, dann ist das noch schwieriger, ja. Genau, Philipp, sehr gut. Wie geht es Ihnen? Und dann, wenn du per Du bist, kannst du fragen. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Genau. Entschuldigung, ich mache das etwas schneller. Machen. Und jetzt, wenn man zu einer Gruppe von Leuten redet, dann kann man fragen, wie geht es? Mir geht es gut, genau. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie geht es Ihnen? Ihnen kann auch heissen, zum Beispiel, nennt sie, wie geht es deinen Kind? Wie geht es Ihnen? Wir reden von einer Gruppe von Leuten, aber von dritten Personen. Und da, wenn ich rede mit der Gruppe von diesen Leuten, dann ist es, wie geht es euch? Wie geht es euch? Also, ich kann jetzt mit euch auch reden, mit der Patricia, der Nancy, der Lovely und Philipp und so weiter. Also, wie geht es euch? Mhm. Und dann, die Frage für heute, unsere erste Lektion nach Weihnachten. Ja, Nancy, das ist blöd. Autocorrect. Ich nerve mich manchmal auch. Vielleicht kannst du das neu mit ausschalten, dass es nicht Autokorrektur machen. Und das ist, dann schreibst du etwas und dann macht er ganz etwas anderes daraus. Mhm. Also, wie war Weihnachten gewesen? Denkt daran, ihr könnt da, euch einloggen, den Film noch einmal schauen. Und es ist gut, ich habe euch einen Zoom-Link geschickt. Und jetzt möchten wir uns treffen auf dem Zoom. Und die Idee ist, dass ihr zusammen könnt reden. Also nur die Gruppe, die Leute, die da sind, dass ihr zusammen könnt reden. Ich will nicht mehr viel reden, ich habe jetzt viel geredet. Und das ist so ein bisschen die Erweiterung von dem Kurs. Und könnt ihr euch auch da einloggen und registrieren und den heutigen Link öffnen für den 28. Dezember und über das dann reden. Ja, also es ist gut, wenn ihr das gerade jetzt macht. Und ich sage euch Tschüss, ich wünsche euch eine schöne Woche für die, die nicht mehr kommen. Und die anderen lade ich ganz herzlich ein, jetzt auf den Zoom-Link zu gehen, euch einloggen mit dem Passwort. Ja? Und dann treffen wir uns und dort könnt ihr
Dort könnt ihr miteinander reden. Mit Kamera oder ohne Kamera. Aber Mikrofon wäre gut. Also Mikrofon, ein Mikrofon braucht ihr. Aber ihr könnt auch mit oder ohne Kamera, wie euch lieber ist. Also, ich mache Schluss und ich tue wechseln. Vielleicht geht es 2-3 Minuten, bis ich auch auf Zoom bin. Macht's gut. Tschüss.